Fast jeder macht sich Sorgen, wenn die Umwelt zerstört wird. Das ist ja nicht nur eine Frage des CO2-Ausstoßes. Da geht es um Artensterben, da geht es um Mikroplastik, da geht es einfach um die Vergiftung von Seen und von Meeren. Also all diese Fragen, dass wir unsere natürliche Lebensgrundlage zerstören, das bewegt jeden Menschen. Aber wenn dann eben zum Beispiel in einer Region wie der Lausitz die Leute, die dort einen einzigen Arbeitgeber haben, bei dem sie noch gute Jobs haben, und das ist die Kohle, und dann kommt die Politik und sagt, naja gut, da müssen wir raus. Kümmert sich aber, und das weiß man seit Jahren, dass das irgendwann natürlich eine Technologie ist, die man nicht mehr nutzen kann. Kümmert sich aber seit Jahren nicht darum, dass irgendetwas anderes dort entsteht. Lässt sogar auch Dinge kaputt gehen. Wir hatten zum Beispiel mal eine Solarindustrie in Deutschland. Die hat man komplett kaputt gehen lassen. So, und dann sagen natürlich die Leute, die dort ihren Job haben, ja, was wird aus meiner Region, wenn die Kohle hier weggeht? Dann werde ich eine von diesen abgehängten Regionen, wo meine Kinder, meine Enkel nur noch wegziehen können. Und natürlich will das niemand. Und das ist auch völlig verständlich. Ihr Angebot genau das Richtige sein, das Soziale mit dem Klimaschutz zu verbinden. Ja, ich finde, das ist auch die einzige Lösung. Deshalb wird die Linke damit noch nicht so in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Also ich glaube schon, dass wir zum Beispiel, wir sind eine der ganz wenigen politischen Kräfte, die von Anfang an dagegen gekämpft haben, die Bahn zur Börsenbahn zu machen. Also die Privatisierung der Bahn hat ja wesentlich dazu beigetragen, dass so viele Strecken stillgelegt wurden. Weil es muss sich jetzt alles rechnen. Alles soll profitabel werden. Die Infrastruktur wurde auf Verschleiß gefahren. Das war immer unser Thema. Das war nicht so sehr das grüne Thema oder von anderen Parteien. Also insoweit war das immer unser Thema. Aber gerade diese Verbindung ist wichtig, weil ich mache mir Sorgen, dass zurzeit der Klimaschutz wirklich ein Thema wird, das dieses Land massiv spaltet. Weil es auf der einen Seite eben im städtischen Milieu natürlich andere Interessen gibt. Da ist zum Beispiel auch Windkraft wird nicht in Prenzlauer Berg vor der Eigentumswohnung errichtet, aber im ländlichen Bereich vor dem Eigenheim. Und das ist natürlich ein Wertverlust des Hauses. Ja. Und ich glaube, wir sollten aufhören, diese Debatte so moralisch aufzuladen. Also bist du für oder gegen das Klima? Also ich glaube, jeder Mensch wünscht sich, dass diese Erde und das Klima erhalten bleibt. Aber es muss so laufen, dass nicht wieder die Zeche zahlen, die immer für alle Krisen zur Kasse gebeten werden. Den Punkt aufnehmen.